Was ist da gerade los auf dem Willi- und Ecomi-Markt? Warum steigen plötzlich die Preise? Über dieses Thema sprechen wir definitiv. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall die nächsten Comic-Drops an. Und ich zeige euch auf jeden Fall einen Comic, den man auf jeden Fall im Auge behalten sollte. Und auch bei der Zeit hat sich etwas sehr Wichtiges geändert, was du definitiv wissen solltest und wissen musst. Deswegen bleib auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dabei. Willkommen an Bord, ich bin's, dein Captain, dein Vivi-OG mit den wichtigsten Vivi-News, die du auf jeden Fall da draußen wissen solltest. Und ich würde sagen, wir schnacken heute gar nicht lange rum, sondern starten direkt rein auf jeden Fall in das erste Thema. Und das erste Thema, was wir heute erstmal behandeln werden, ist die Zeitumstellung. Denn ja, jedem wird bewusst sein, die Uhren haben sich eine Stunde zurückgedreht in Europa bzw. in Deutschland. Und ja, dementsprechend sind wir jetzt eine Stunde später dran. Was hat das jetzt grundsätzlich für uns zu bedeuten? Alle Jobs, die vorher um 17 Uhr deutscher Zeit waren, sind jetzt bis zum 6. November um 16 Uhr deutscher Zeit. Und alle Jobs, die bis jetzt um 21 Uhr deutscher Zeit waren, sind jetzt um 20 Uhr deutscher Zeit. Wie gesagt, aber bis nur zum 6. November, denn dort erfolgt nämlich dann auch die Zeitumstellung in den USA. Und dementsprechend sind dann auch wieder alle Jobs zu den normalen Zeiten. Aber das ist auf jeden Fall ganz wichtig beachten für die kommenden Tage und die kommenden Jobs. Und ich würde auch sagen, passend zu solchen Ankündigungen gehen wir natürlich auch direkt rein, erstmal in das erste Comic, und zwar nicht Marvel Spotlight Hashtag 2 aus dem Jahre 1972. Das Ganze, wie gesagt, Montag um 16 Uhr deutscher Zeit und nicht um 17 Uhr deutscher Zeit. Ganz wichtig. Und hier sehen wir auch wieder eine super Limited Edition, natürlich an dieser Stelle 10.000 Editions. Das sind einmal die Cover, die wir sehen werden. Natürlich an dieser Stelle wieder mit exklusiven Rare wie auch Ultra Rare Covern. Und meiner Meinung nach wirklich ein Comic, was man mitnehmen könnte bzw. sollte. Der Listpreis liegt hier bei 7 Gems, natürlich wie immer. Und Go Collect sagt ja auf jeden Fall auch, das ist auf jeden Fall kein schlechtes Comic, denn eine 9.6 ist gerade für 12.500 über den Tisch gegangen. Dementsprechend ist das auf jeden Fall kein uninteressantes Comic. Außerdem haben wir den Erstauftritt von Werewolf by Night. An dieser Stelle vielleicht auch kein uninteressanter Erstauftritt, den wir hier an dieser Stelle sehen. Aber an dieser Stelle natürlich auch für dich deine Entscheidung, ob du den ganzen Job mitnimmst. Ich persönlich nehme ihn mit. Und anschließend kommen wir natürlich auch noch zu dem Job, der um 20 Uhr deutscher Zeit ist und nicht um 21 Uhr deutscher Zeit. Und zwar nämlich den Disney Hokus Pokus Posterjob. Und hier sehen wir insgesamt das Ganze erstmal im Blindbox-Format und wir haben hier wieder Utility. Denn es wird nämlich für alle vier Poster, wenn du die besitzt, einen Airdrop geben. Das Ganze wird am 7. November um 17 Uhr deutscher Zeit, beziehungsweise ja, ist ja dann wieder 17 Uhr deutscher Zeit, ausgelost werden, beziehungsweise dann wird da der Snapshot gemacht und das wird aufgenommen, wer hat jetzt wirklich das Set voll und wer wird dann auch diesen Airdrop bekommen. Finde ich an dieser Stelle auch sehr cool, dass Disney hier immer mehr diese Schritte von Utility geht. Darüber sprechen wir auf jeden Fall aber gleich nochmal. Wie gesagt, auf jeden Fall am 7. November müsst ihr auf jeden Fall das Ganze voll haben und am 10. November wird das Ganze ausgeliefert. Ich würde sagen, wir schauen uns aber auf jeden Fall nochmal die Poster an, die wir hier sehen werden. Alle vier Poster sind eine Ultra Rare und haben eine Editionzahl von 1313 Stück. Das Ganze ist hier erstmal das erste Poster, was wir sehen werden. Das Ganze sind außerdem natürlich First Editions, ganz wichtig an dieser Stelle. Dann haben wir hier einmal das zweite Poster, anschließend das dritte Poster. Und dann haben wir noch einmal Nummer 4 und als letztes natürlich auch noch den Airdrop, den wir nicht vergessen dürfen. Das ist einmal das Poster. Das heißt, ihr müsst alle vier besitzen, um dieses Poster hier zu bekommen. Ich gehe auch davon aus, dass es tatsächlich sehr, sehr rar sein wird, dieses Poster, da ziemlich wenig Leute wirklich auch dieses Set voll machen. Da der Listenpreis von 40 Gems tatsächlich auch gar nicht mal so wenig ist, ich gehe davon aus, dass ich auch viel unter Droppreis verkaufen wird, aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall nichts, was ich persönlich jetzt brauche und mitnehmen werde. Wir haben aber natürlich nicht nur zu dem Comic Drop am Montag schon eine Ankündigung, sondern auch für den Comic Drop zum 1. November. Und das Ganze wird nämlich hier Uncanny X-Men 141 sein, natürlich wie immer mit exklusiven Rare und Ultra Covern. Das Ganze um 16 Uhr deutscher Zeit. Im Blindbox war natürlich wie immer. Und hier sehen wir einmal diese sehr coolen Cover meiner Meinung nach auch wieder. Und wir sehen natürlich auch die Daten von Go Collect und die sind tatsächlich nicht allzu prickelnd. Eine 9.6 für gerade mal 290 Dollar hier an dieser Stelle verkauft worden. Ist natürlich an dieser Stelle zu dem Comic, was wir da vorgesehen haben, rein gar nichts.
Anschließend möchte ich außerdem noch mal ganz kurz über das Thema AirDrops sprechen. Und hier geht es natürlich auch so ein bisschen über das Vivi-Logo, denn dort gibt es ja sehr viele Beschwerden, dass jetzt plötzlich hier die Vivi-Logo-Halter so massive Utility bekommen. Man kann aber tatsächlich auch das Ganze aus einer anderen Perspektive sehen, und zwar nämlich aus der Perspektive, dass dieses Vivi-Logo die ersten Schritte von richtiger Real-Life-Utility gehen wird. Und damit wird nicht nur Disney gezeigt, was ist denn in Real-Life alles möglich, sondern es wird natürlich auch allen anderen Lizenzgebern gezeigt, was ist alles möglich. Das heißt, Vivi geht hier mit ihrem eigenen Collectible die ersten richtig coolen Schritte, die Utility zu implementieren und hier auf jeden Fall auch als Vorbild voranzugehen und allen anderen Lizenzgebern zu zeigen, hey, was ist denn hier eigentlich möglich, was könntet ihr auch möglicherweise für euch umsetzen, denn am Geld liegen tut's definitiv nicht. Wenn dir das Video übrigens bis zu genau dieser Stelle hier gerade gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like, denn so unterstützt du auf jeden Fall meine Arbeit und du teilst es über den YouTube-Algorithmus an noch mehr Leute da draußen, die dieses Video schauen können, und dementsprechend würde es auf jeden Fall mich sehr, sehr freuen. Jetzt würde ich aber sagen, geht's auf jeden Fall weiter mit dem ganzen Video. Ja, und auch ein Teammitglied verlässt tatsächlich Vivi nach 1,5 Jahren und das Ganze ist der gute Nor Sanchez. Social Community Manager bei Vivi gewesen und er verlässt, wie gesagt, das Team jetzt aber auch in guten. Das Ganze ist sehr erfreulich, denn es ist natürlich nicht positiv, wenn ein Teammitglied hier Vivi auch zu so einer schweren Zeit verlässt. Aber er hat auch gesagt, dass er auf jeden Fall hier auch mit dem ganzen Team im Guten auseinandergeht und auf jeden Fall auch weiterhin die Community unterstützt und auf jeden Fall auch immer noch am Start ist und die Community auch sehr feiert. Also wir haben auf jeden Fall keinen mehr oder weniger negativen Verlust in dem Sinne, sondern tatsächlich einfach nur eine Umorientierung von jemandem, der jetzt einfach etwas anderes gefunden hat, was ihm mehr zusagt als Vivi. Kann man an dieser Stelle eigentlich auch nicht verwehren, wenn man etwas gefunden hat, was einem einfach mehr liegt und wo man sagt, hey, da wollte ich schon immer arbeiten, dann kann man das auf jeden Fall auch nicht in irgendeiner Weise negativ sehen, meiner Meinung nach. Ja, und was ist denn eigentlich mit dem Omi-Kurs los? Der Omi-Kurs ist nämlich ganz schön durch die Decke gegangen. Insgesamt 20% fast zur Höchstzeit, beziehungsweise in den letzten 7 Tagen allein 21,6%, was schon eine ganz schöne Hausnummer ist. Und das ist natürlich nicht einfach ohne Grund passiert, denn es ist nämlich mit der Omi-Utility-Ankündigung gekommen. Denn das Omi-Utility-Programm soll nämlich auch schon im November, beziehungsweise Anfang November starten. Und dementsprechend wird hier natürlich einiges an FOMO betrieben. Und wie lange und wie nachhaltig das natürlich anhält, das ist eine andere Frage. Ich persönlich halte das eher für einen Pump and Dump an dieser Stelle, beziehungsweise für viel, viel FOMO. Das ganze Projekt darf man natürlich auch nicht unterschätzen, beziehungsweise das ganze Programm, das ist schon sehr, sehr massiv und es wird auch sehr, sehr positiv für den Omi-Token sein. Wie nachhaltig das aber jetzt Short-Term ist, das ist die andere Sache und da sehe ich persönlich eher tatsächlich den Weg immer noch weiter nach unten, beziehungsweise den Omi eher auf der Linie von 0,0012 $. Das ist meine persönliche Meinung, aber zum Beispiel auch der gute YouTuber John Cryptotherapy ist da ähnlicher Meinung. Ich persönlich schaue ihn selber auch und respektiere auch seine ganzen Analysen, denn sie sind tatsächlich auch zum größten Teil richtig. Dementsprechend, ich orientiere mich tatsächlich auch so ein bisschen nach ihm, aber hier auf jeden Fall auch meine Meinung dazu. Das heißt aber natürlich nicht, dass du jetzt hier nicht kaufen sollst. Bilde dir auf jeden Fall deine eigene Meinung und handle eigenständig. Und jetzt kommen wir nochmal ganz kurz auf Vivi zu sprechen, denn was ist denn eigentlich mit Vivi los? Viele haben es wahrscheinlich gesehen. Ihr Vault ist um ein paar Prozente gestiegen, beziehungsweise vielleicht auch ein paar Euro. Aber wie nachhaltig das jetzt gerade ist, ist die ganz andere Sache. Denn wir sehen tatsächlich auch in den letzten Tagen keinen besonderen Zufluss von irgendwelchen Geldern. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass es einfach teilweise Aktionen sind, wo Floors einfach sehr aufgekauft werden. Und dadurch, dass die Floors sehr dünn sind, wenn man einfach mal durch den Vivi-Market scrollt, sieht man das direkt. Dann ist es natürlich sehr einfach, ein Collectible einfach mal um mehrere $100 hochzuschießen. Wenn ich nämlich einen Floor habe von gerade mal 80 Collectibles und 10 Collectibles im Prinzip fehlen, um das Ganze um 100% zu verdoppeln, und jemand ankommt und diese 10 Collectibles kauft, ja, dann steigt halt einfach mal der Floor um 100%. Wie nachhaltig das denn aber, wie gesagt, Short-Term ist, ist die ganz andere Frage, denn es werden wieder Leute listen, der Floor wird wieder nach unten gehen und dementsprechend wird sich das Ganze einfach nur wiederholen. Dementsprechend solltest du auf jeden Fall schauen, ist das jetzt gerade wirklich nachhaltig oder sind wir jetzt gerade wirklich hier den Anfang eines Bullenmarktes? Ich gehe sehr stark davon aus, wir sehen hier keinen Anfang des Bullenmarktes, dafür ist es noch viel zu früh und wir werden wahrscheinlich noch einen oder anderen Dip sehen bei dem einen oder anderen Collectible auch. Dementsprechend, das ist auf jeden Fall nur meine Meinung. Wenn du auf jeden Fall der Meinung bist, dass wir hier gerade einen Bullenmarkt starten, dann handle auf jeden Fall so, wie du möchtest. Aber das ist auf jeden Fall meine persönliche Einschätzung an dieser Stelle.
Und wenn dir außerdem das ganze Video jetzt an dieser Stelle auch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Like von dir unter diesem Video freuen. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag und Abend. Ich wünsche dir einen super Wochenstart und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video und vielleicht am Mittwoch im Stream mit einem besonderen Gast. Bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.